Hallo und herzlich willkommen zu Truck Insider. Die E-Lkw-Offensive von Scania hat begonnen. Ab 2023 will das Unternehmen jedes Jahr eine neue elektrifizierte Lkw-Familie vorstellen. Truck Insider Hans-Jürgen Wildhage war neugierig, was da so kommen wird und hat sich die Elektroversion der Verteilerzugmaschine, den Scania 45R, einmal genauer angeschaut. Dabei gab es den einen oder anderen Aha-Augenblick. Ich bin bei Scania unterwegs und eine der Neuheiten, der 45R, ein Elektrofahrzeug. Man kann es hier mit der Lesebrille gut erkennen. Electric, ein blauer Streifen. Und was das Auto so alles kann und wie es im Detail funktioniert, das erzählt mir René Seckler, der Press-Test Officer. Hallo Hans-Jürgen, schön, dass du da bist. Und ja, du hast schon gesagt, wir stehen hier vor unserem Original BEV, das heißt unser zweites eingeführtes elektrisches Fahrzeug mit 450 kW. Das ist so der Zwischenbereich um 300, 400 Kilometer, richtig? Genau, wir haben hier bei einem Gesamtgewicht, wie du schon gesagt hast, bei 26, 27 Tonnen, werden wir eine Reichweite erzielen von 380 Kilometer und somit für den regionalen Verkehr sind wir hier bestens aufgestellt. René, das Fahrzeug kann aber mehr als 27 Tonnen. Was habt ihr für eine Leistung drin? Welche Gewichte werdet ihr damit euren Kunden zum Transportieren anbieten können? Es ist zugelassen bis zu 60 Tonnen. Oh. Und natürlich auch für hier bei uns in Deutschland mit 40 Tonnen oder im kombinierten Verkehr bis zu 44 Tonnen. Also wir können wirklich alles abdecken von bis. René, sag mir noch ein bisschen was zu den Leistungsdaten. Wir haben hier drei Elektromotoren, die wo in Reihe geschalten sind. Das heißt, wir haben hier eine Gesamtleistung von 624 Kilowattstunden von den Batterien. Das ist schon immens. Aber natürlich geht es bei so einem E-Lkw nicht allein um die Kapazität der Batterien. Sollen die Fahrzeuge auf längeren Strecken eingesetzt werden, muss man sich auch Gedanken dazu machen, wie sie am besten aufgeladen werden können. Wildhage hat nachgefragt. René, wenn ich dann irgendwann mal diesen Wagen als Testwagen bekomme, da muss ich tanken. Wie viel kann ich denn tanken? Genau. Und wie schnell? Also hier haben wir unseren CCS2-Stecker, wo wir bis zu einer Ladeleistung von 350 Kilowattstunden laden können. Was uns natürlich auch in unserer Pause wieder das verschafft, dass wir unser Fahrzeug vollladen können. René, ich höre bei anderen Herstellern und vielleicht auch bei euch Megawatt-Charging. Da würde ich dir gern was zeigen. Geben wir nebenan. Tatsächlich gibt es erhebliche Unterschiede zwischen der normalen Ladetechnik und dem Megawatt-Charging. Denn um die Batterie mit so viel Energie in so kurzer Zeit laden zu können, braucht man schon eine besondere Technik. Wildhage wollte wissen, was die so kann. Ja, für mich als Laien sieht ja die Steckdose ganz normal aus, aber René, du hast einen Riesenstecker dabei. Das ist jetzt Megawatt-Charging? Genau, hier haben wir Megawatt-Charging. Das wird auch bei uns verfügbar sein. Und durch unser Megawatt-Charging werden wir unsere Ladedauer verkürzen um ein Dreifaches. Das heißt, wir werden dreimal so schnell voll sein. Und das ist natürlich für den Fernverkehr oder auch für den Nahverkehr natürlich elementar wichtig. Das macht mich dann neugierig, René, wenn ihr jetzt die Kurzstrecke bedient habt, wenn ihr die Mittelstrecke mit dem neuen 45R bedient habt, wenn ihr Megawatt-Charging kriegt, macht ihr dann auch den großen Fernverkehr rein elektrisch? Kannst du mir dazu was sagen oder vielleicht auch zeigen? Also wir werden natürlich, wie wir es gesagt haben, jedes Jahr ein neues batterieelektrisches Produkt auf den Markt bringen und natürlich werden wir unseren Fernverkehr auch bedienen. Und dazu kann ich dir schon eine Kleinigkeit zeigen, nämlich unseren Elektromotor. Das ist letztlich die Komponente, auf die es bei der Leistungsfähigkeit ankommt. Und 450 Kilowatt oder umgerechnet gut 610 PS sind da schon ein Wort. Das Aggregat selber ist allerdings rein optisch etwas weniger spektakulär. Okay, René, das ist also eine Komponente der Zukunft. Was sehe ich denn hier? Genau, hier siehst du unseren Elektromotor für unseren Fernverkehrs-LKW. Das heißt, wir haben hier zwei Motoren ineinander geschalten in Reihe und mit insgesamt vier Gängen für den Fernverkehr. Leider kann ich dir mehr noch nicht heute sagen, aber bleib dran und ich denke, du wirst bald genug mehr davon erfahren. Natürlich hat der Truck Insider bei diesem statischen Termin schon eine Probefahrt angefragt, sobald die E-Sattelzugmaschine von Scania verfügbar ist. Wenn diese genauso gut performt wie der Elektroverteiler Scania 25P, den wir im Truck Insider Nummer 195 gefahren sind, dürfte das eine spannende Erfahrung werden. Wir bleiben dran. Bis dann.
Ihr wollt in Sachen LKW und Co. immer auf dem Laufenden bleiben? Dann abonniert unseren Kanal auf Facebook und auf YouTube. Wir freuen uns über Likes und Kommentare.